Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge ist ja hier was echt Schlimmes passiert, und zwar ist hier alles runtergekommen. Und in dieser Folge müssen wir Mulan helfen, dieses Chaos zu beseitigen, wie ich fürchte. Es sieht so aus, als hätten wir eine Menge Arbeit vor uns, Gameplayerin. Ich wollte Mushu nicht beunruhigen, aber dieser Erdrutsch, er ist schlimmer, als ich dachte. Ich lass dich nicht im Stich, wir bringen es gemeinsam in Ordnung. Gut, dann lass uns loslegen. Als erstes müssen wir die Straße und den Fluss von den Trümmern des Erdrutschens befreien. Es ist an der Zeit, das ganze Training für einen guten Zweck zu nutzen, Gameplayerin. Ich werde unser Gelände auf Schäden überprüfen. Viel Glück. Na denn, wir sehen uns. Viel Glück, wobei. Okay, also ich soll die Sachen wegräumen. Gut. Steine, Sandhaufen. Okay, Steine kann ich schon mal sehen. Das sind die, die ich mit der Spitzhacke beseitigen kann. Wenn ihr mich übrigens nicht ganz so hundertprozentig gut versteht, dann liegt das leider an mir, weil ich habe es irgendwie geschafft, trotz des schönen Wetters. Naja, schönen Wetters, ne? Es regnet die ganze Zeit im Moment. Habe ich es irgendwie geschafft, mich jetzt doch noch zu erkälten. Also wieder zu erkälten, besser gesagt. Das ist jetzt keine Ahnung, wie vielte Mal innerhalb von kürzester Zeit. Ich dachte, dass es mir endlich wieder besser gehen würde und dann schwuppdiwupp, dann, ja, war es dann mal wieder dahin. Was mache ich denn? Achso, kann ich einfach aufheben, okay. Gut, die Frage ist, ich soll die wahrscheinlich angeln, ne? Probieren wir mal. Ja, doch, die haben einen Kreis um sich rum. Sieht ein bisschen ulkig aus irgendwie, aber die angeln wir jetzt. Gut, das sind insgesamt, die sollten zu den unteren zählen, insgesamt noch 8 Stück. Geh angeln! Oh, sehr schön. Haben wir hier auch nochmal was von erfüllt? Sehr cool. Ich bin ganz ehrlich. Hat das irgendwas mit Mulan zu tun? Nee, Mickey Maus. Ach, ich bin auch doof. Oder Minnie Maus. Eins von beiden. Wir haben ja beide die gleichen Initialen. Vielleicht kann man die auch beide benutzen dafür. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, für den alten Sternenpfad hatte ich ja eine Anleitung bei mir auf dem Blog, die mir persönlich dann auch mit der Zeit noch sehr gut geholfen hat, weil sich die Sachen ja wiederholt haben. Ah, komme ich da durch? Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit dem neuen auch so machen kann, weil den Sternenpfad mache ich persönlich jetzt eigentlich nicht so. Ich habe einfach keine Zeit dazu. Also, man erwartet natürlich, oder anders gesagt, ich erwarte von mir, dass ich viel Zeit dann natürlich damit verbringe, um die Sachen alle freizuschalten. Und das geht einfach nicht. Also, da habe ich keine Zeit zu. Deswegen. Ja, man könnte jetzt sagen, es reicht ja, wenn man täglich, keine Ahnung, einmal da reingeht und mal eine halbe Stunde was macht. Kann sein, dass das vielleicht reicht vom zeitlichen her, aber. Hilfe? Okay. Ich habe die jetzt mal eben vervielfacht, aber ist kein Thema. Ich packe die hier trotzdem nur mit rein. So, damit die ja nicht so im Weg rumliegen. Ach, jetzt haben wir wieder neu zum Angeln, oder was? Oh. Moment, die Sandhaufen, die müsste ich doch. Ah, sehr schön. Ja, die können wir nämlich auch wegmachen. Wie oft kommen denn hier nochmal neue Sachen zum Angeln? Obwohl die. Ja, die brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Das ist ja schon abgehackt. So, ein Stein bräuchte ich noch. Wo habe ich denn. Wo habe ich denn hier noch Steine? Also Sandhaufen sehe ich noch, das ist kein Thema. Aber wo habe ich hier noch Steine? Gehen wir mal aus dem Weg hier. Hä? Das zählt ja nicht dazu. Ach, hier! Och. Bestimmt dreimal dran vorbeigelaufen und irgendwie ist nicht gerafft, dass da jetzt ein Stein lag. Keine Ahnung. Okay, dann nehmen wir noch schnell die Sandhaufen hier. Da müssen wir jetzt noch mal 2 von wegmachen. Ja, lauf.
wie einen der Sand nicht aufhalten kann, ne? So, und hier ist noch einer. Sehr schön. Kann ich das jetzt unendlich machen? Also bekommen wir dann hier unendlich Holz und alles, oder? Das wäre ja auch mal eine gute Möglichkeit vielleicht. Ja gut, wir machen jetzt die Aufgabe weiter. Hallo, Ulan. Sprich weiter. Die Straße und der Fluss sehen toll aus, Gameplayerin. Danke dir. Ich habe eine Menge Schäden und Schwachstellen in der Umzäumung entdeckt. Das Lager ist auf einen weiteren Erdrutsch nicht vorbereitet. Ich möchte sicherstellen, dass das nicht noch einmal passiert. Das ist eine tolle Idee, ja? Wo sollen wir denn anfangen? Lass uns ein paar Bäume pflanzen, um die Schäden des Erdrutschens zu beheben. Ich grabe ein paar Löcher für die Samen und du kümmerst dich um die eigentliche Bepflanzung. Ich bin keine gute Gärtnerin. Hier sind einige Baumsamen. Gut, ich kümmere mich um das Pflanzen und Gießen. Lass uns bald mal wieder quatschen. Ja, die einzige Frage ist nur, da hinten sehe ich ein Loch. Jetzt ist hier alles weg, oder was? Wie von Zauberhand, wie von Zauberhand. Okay. Ich würde sagen, das gieße ich am besten direkt, oder? Das finde ich wahrscheinlich nie wieder. So, zwei. Das könnte einer sein, ja. Drei. Ist da oben noch einer? Nee, nee, so wie es aussieht nicht. Da, versteckt. Ja. Noch einer. Fünf. So, da. Also die tauchen immer erst auf, wenn ich da nah dran bin, habe ich so das Gefühl. Weil vorher sehe ich die teilweise gar nicht. Ist das nicht noch einer? Doch. Sieben. Ah, schon wieder was Verstecktes. Acht. Und da bin ich mir eigentlich auch sicher, dass das vorher nicht gewesen ist. Neun. Hier haben wir alle was drin. Habe ich doch richtig geguckt. Okay, das war der letzte. So. Wahrscheinlich müssen wir die jetzt auch noch schnell sprießen lassen, oder? Oder wir müssen jetzt im schlimmsten Fall warten, bis die groß werden. Eins von beiden wahrscheinlich. So, sobald die Bäume wachsen, sollte die Straße besser geschützt sein. Meine nächste Sorge sind Überschwemmungen. Du hast recht, wir brauchen eine Lösung. Keine Sorge, ich habe mir einen Plan ausgedacht, während du bei der Gartenarbeit warst. Wir stellen ein paar Sandsäcke her und platzieren sie an strategischen Orten. Das ist eine tolle Idee. Wie kann ich helfen? Kannst du die Sandsäcke herstellen, während ich mir überlege, wo ich sie am besten hinstelle? Ja, klar. Ich übernehme die Arbeit, du die geistige Arbeit. Du brauchst einige Fasern. Und etwas braunen Sand. Also ich hoffe, das ist normaler Sand. Den solltest du gesammelt haben, als du die Straße freigeräumt hast. Auf Wiedersehen. Ah nee, das ist tatsächlich ein anderer Sand. Oh. Okay. Nun gut. Also, Werkbank haben wir hier. Muscho, was hast du denn da schon wieder für einen Kram aufgestellt? Ach so, der hat die eingetütet. Ja klar, da hinten standen ja die ganzen, diese ganzen kleinen Statuen da. So. Funktionelle Gegenstände oder Möbel? Es ist unter Möbel. So, 20 Sandsäcke. Okay, dann machen wir das doch direkt. Jo. Das wäre dann quasi die Aufgabe des Kraft, ne? Dass ich die Sandsäcke rüberbringe. Ha!
Gameplayer ran. Die sind perfekt. Komm mit, dann können wir sie aufstellen. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Wir sehen uns dann später. Ehrlich, das ist das Einzige, was ich nicht verstehe. Es ist natürlich nicht schlimm, aber die sagen dann immer, komm mit oder wir machen das jetzt gemeinsam. Also immer sowas nach dem Motto, komm mit. Und dann sagen die, auf Wiedersehen. Und dann rennen die weg. Ich denke, das ist der beste Platz für die Sandsäcke. Ja, warum auch nicht? Das sollte nicht lange dauern. Ach so, um die erstmal nur dahin zu legen, oder wie? So, ich denke, wir haben alle möglichen Vorkehrungen getroffen, um das Lager zu schützen. Oh. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Du bist eine wirklich wertvolle Rekrutin. Ich schätze, die Frage ist, was kommt als nächstes? Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Die Schüler sind weg, das Lager ist geschützt. Ich muss dir etwas gestehen. Okay. Ich bin nicht wirklich eine Rekrutin. Bist du nicht? Warum bist du dann hier? Warte, bist du eine Spionin? Ich bin keine Spionin. Ich komme von einem Ort namens Dreamlight Valley. Das ist ein wirklich schönes Dorf mit vielen tollen Leuten. Ich finde, du solltest dich mir anschließen. Es gibt einem... Achso, ich dachte jetzt, da gibt es eine Menge Dorfbewohner zu beschützen. Hilf mir, einige fragwürdige Charaktere in Schach zu halten, genau. Es gibt jede Menge Abenteuer zu erleben. Das klingt interessant. Ich nehme an, ich habe Zeit für einen Besuch. Und ich bin immer für ein Abenteuer zu haben. Wir müssen nur erst sicherstellen, dass bei Mushu alles in Ordnung ist. Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu plaudern. Kein Problem, kein Problem. Da schauen wir doch direkt mal nach. Du weißt schon, dass eine Legende anwesend ist, oder? Natürlich. Ich weiß doch, dass ich eine Legende bin. Es ist alles in gutem Zustand, Mushu. Die Lage ist im Griff. Puh, du bist eine Lebensretterin. Oder sollte ich sagen, eine Statuenretterin? Ha! Bäume pflanzen, Sandsäcke, großartige Strategie. Dieser Erdrutsch hat die Dinge aber wirklich durcheinander gebracht. Wie sage ich immer, etwas Risikominderung ist besser als einen großen Rückschlag zu erhalten. Ich sage das nicht wirklich, aber es hört sich gut an, oder? Wie auch immer. Wir können viel mehr zur Risikominderung machen. Du willst weitere Erdrutsche verhindern? Ja, wir müssen diese Straße schützen. Straßen sind wichtig, weißt du? Die Adern von China. Deshalb habe ich nachgedacht. Wie wäre es, wenn wir eine kleine große Mauer herstellen, um die Straße vor zukünftigen Erdrutschen zu schützen? Naja, ich habe eine Menge Holzscheite aufgesammelt, als wir die Straße aufgeräumt haben. Wie wäre es mit einem Zaun? Geht für mich in Ordnung. Du stellst den Zaun her und ich bereite das Gelände vor. Ich bin raus. Ja, wortwörtlich. Okay, wir sehen uns gleich. Dann, zack, aktive Aufgaben. Nein, 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 da stand gerade, ich muss noch mehr Holzscheite sammeln. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ich denke, ich habe doch schon so viel zu sehr... Oh, die Bäume sind aber schön groß geworden. Die sehen übrigens sehr, sehr geil aus. Oh, ich liebe diese Kirschbäume. Ach, die muss ich jetzt angeln oder was? Nein. Ach, komm. Wie war das mit der Aufgabe nochmal als Rekrutin? Nein, ich habe keine Geduld dafür. Doch, ich habe eigentlich immer sehr viel Geduld. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich ein Spiel so spiele, um ein bisschen abzuschalten oder so, dann habe ich auch mit sowas kein Problem. Aber wenn ich eine Quest machen will und dann eigentlich das, ja, den nächsten Punkt, sage ich mal, abarbeiten möchte, dann will ich jetzt nicht hier noch gefühlt eine halbe Stunde angeln müssen. Ich dachte eigentlich, da ich ja über 20 gesammelt hatte, also per Hand, dass es ausreichen würde, aber offenbar nicht. Schade. Hinten ist auch noch eins. Okay, dann können wir die zumindest in einen Rutsch hier rausangeln. Ja. Wenn ich euch übrigens gerade noch bekloppter vorkomme, das liegt daran, dass ich, wie gesagt, ein bisschen Matsch im Kopf bin heute. Es tut mir leid. Ich bin immer ein bisschen Matsch im Kopf. Ich weiß, aber heute irgendwie ganz besonders. Es ist, also eigentlich geht es mir ja gut. Das ist ja das Schlimme dabei. Aber die Augen tränen dann und die Nase ist zu. Also das ist so eine Mischung zwischen die Nase ist zu oder die Nase läuft die ganze Zeit vor mir weg. Eins von beiden. Und es nervt einfach nur.
Ja, das wollten wir eigentlich fürs Essen gebrauchen, aber jetzt ist es weggefuttert. Ist nicht schlimm. Was soll's. Ach nee, jetzt muss ich hier nicht wieder Millimeterarbeit leisten, oder? Ah, okay. Weil bei den... Was haben wir denn da geangelt? Bei den... Also diese Fische haben wir ja geangelt. Bei der Aufgabe davor war es, glaube ich. Ah, das hat so lange teilweise gedauert, weil man das nicht vernünftig anvisieren konnte und immer wieder die Angel zurückkam. Oh, das war... Moment, nee, er stand hier irgendwo, ne? Nee, halt, stopp. Ich muss einen Holzzaun herstellen. Da sind wir dann wieder beim Thema Verpeiltheit, ne? Macht nichts. Weitermachen. Keiner gesehen. So, Möbel. Nee, Zäune. Heller Holzzaun würde auch gehen. Aber gut, er möchte den hier, so wie es aussieht. Wie viele muss ich jetzt herstellen? Anscheinend nur 4. Ich habe ja nur 25. Platziere den Holzzaun am Fuß des Berges. Ist das egal, wohin? Oder muss ich das da machen, wo er so komische Streifen ausgehoben hat? Vermutlich, ne? Ah ja, interagieren. Zack. Das ist kein Holzzaun, das ist eine riesige Palisade. Da. Interagieren, zack. Ja, da verstehe ich schon, warum die dann denken, dass das eventuell den Berg zurückhalten kann. Ja, ja. Das ist ja ein wahres Monster hier. Muschu, wo bist du? Du weißt schon, dass eine Legende anwesend ist, oder? Der Zaun ist fertig. Ich wusste, du schaffst es, Gameplayerin. Jetzt ist es an der Zeit. Mulan und ich haben all unsere Rekruten ausgesendet. Unsere Statuen sind bereit, verschickt zu werden. Wow, ich fühle gerade einiges. Okay. Lass uns, geben wir das Signal, dass die Ladung bereit ist, ausgeliefert zu werden. Ich glaube, okay, dieser Teil wird dir gefallen, Gameplayerin. Ist es der Gong? Folgt mir. Und nicht vergessen, ich komm, meld dich mal. Nix, meld dich mal. Ach, hey. Ja. Jetzt lauft doch nicht alle beide. Ich rede erstmal mit dir. So, ein schöner Moment. Was? Ein starker Drache hat keine Angst zu weinen. Ich warte hier auf den Lieferwagen. Warum schaust du nicht nach Mulan? Sieh nach, ob es noch etwas zu tun gibt, bevor wir gehen. Der weiß doch noch gar nicht, dass wir gehen. Also erstens, du hast gerade gesagt, du wartest hier auf den Lieferwagen. Weg ist er. Und zweitens, erledige den Rest mit Mulan, während Mushu auf den Lieferwagen wartet. Und zweitens, wo ist Mulan jetzt schon wieder hin? Warum versteckt die sich? Ach, da. Hä? Ich war doch gerade nicht da, oder? Oder bin ich jetzt schon blind? Oh mein Gott. Ich bin fast soweit. Ich habe mich gefragt, ob es in deinem Tal einen Platz für uns gibt. Zelten ist in Ordnung, wenn wir trainieren, aber wenn wir eine Weile dort bleiben, wäre es toll, ein Haus zu haben. Ich bin mir auch sicher, dass Mushu das ebenfalls gefallen würde. Er mag es nicht gerade, wenn es hart auf hart kommt. Klar, kann ich machen. Lass uns bald mal wieder quatschen. Kehr ins Tal zurück und platziere Mulans und Mushus Haus. Ja, wir können es machen, wir können es machen, wir können es machen. Ich bin so aufgeregt, dass ich bestimmt in die falsche Richtung laufe. Nee, es funktioniert. Ist doch richtig. Ich würde gerne hier die Bambusse abernten. Geht das auch? Ich finde die so schön. Wieso kommt man dann hier aus? Na gut, okay. Aber wo, ah Gott, wo zur Hölle setze ich jetzt hier noch ein Haus hin? Ich meine, ich könnte es natürlich auch im neuen Bereich stellen, aber... Ach. Also mittlerweile, sage ich ganz ehrlich, ich muss irgendwann mal anfangen, die ganzen Ebenen komplett umzubauen. Weil das hier möchte ich nicht um... Wieso steht hier eigentlich... 8, 16, 16, 21? Was ist denn das für ein Quatsch? Hä? 4, 5, 4? Also meine spontane Vermutung wäre jetzt, dass das ist, was man
da rausbekommen würde, wenn man es pflücken würde. Aber wieso ist hier zum Beispiel gar nichts drin? Oder bedeutet das, dass das nur eins ist? Weil das sind nämlich diese Glitzerbeeren da, sage ich mal. Dann müsste hier, ja, da haben sie auch keine Zahl dran. Okay, ich bin verwirrt. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das vielleicht sogar wisst. Ich würde mal vermuten, das ist der Ertrag, den man bekommt. Aber ich habe noch nie 21 aus einer Karotte bekommen. Es ist irgendwie. Hier wurde ganz eindeutig herumgefuscht und was geändert. Das sehe ich auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt? Ich weiß auch nicht, wie das Haus aussieht. Können wir das vielleicht hier oben hin machen? Weil das Problem ist, ich wollte hier eigentlich so hinstellen, dass auch ein bisschen was vom Ursprünglichen übrig ist. Und ich meine, man sieht es ja hier. Der komplett schöne Wald vom Biest, ne, ist total kahl geworden. Mittlerweile sind die Nachbarn jetzt hier die Monster AG und alles. Also das ist jetzt alles so. Ja. Ich weiß nicht. Also gut, hier könnten wir vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Moment, das zupfen wir mal raus hier. Ernte Knoblauch. Dann gucken wir mal. Nee, Kuh war ein anderes Spiel. Das muss ich hier nicht drücken. Dann gucken wir mal. Doch, das habe ich mir schon so ähnlich gedacht, dass es halt sehr japanisch aussieht, zumindest. Weil eigentlich müsste die dann auch so einen japanischen Garten haben, ne? Ich setze das mal eben dahin. Ich würde auch gerne, da muss ich mal gucken. Wir konnten noch so einen Zehngarten machen, oder? Beziehungsweise habe ich den nicht eventuell sogar schon fertig? Zierpflanzen, Gestrüpp, Bäume, da muss ich mal gucken. Kann natürlich sein, dass das jetzt erst kommt, falls wir das jetzt überhaupt kriegen, wenn das Haus gebaut ist. Ich würde nämlich. Ah, ist das schön! Ich liebe euch, Disney. Zumindest was das betrifft, macht ihr wirklich einen guten Job. Drehen. So. Dann stellen wir den, ja, weiß ich nicht, vielleicht so dahin. Den Rest muss ich dann mal gucken. Stellen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Ich muss auch die Tannen hier mal rausnehmen und alles. Das sieht alles noch so ein bisschen schrecklich aus. Zählt das unter Zierpflanzen? Gut, eine entspannte Oase hätte ich anzubieten. Bambussprossen wären natürlich auch schön, denke ich mal, für Mulan. Wir haben halt nicht wirklich was von Mulan, ne? Das ist halt so das Problem. Wie groß war das? Ich muss da ja irgendwie auch einen Weg noch reinmachen. Pass auf, dich mache ich jetzt generell erstmal weg. Dann mache ich den Baum so ein bisschen vielleicht hier. Ich muss ja irgendwie den Weg dann da oben noch rumsetzen. So, ich will jetzt hier eigentlich nicht zu viel machen, damit die Folge jetzt nicht auch noch länger wird. Aber ich hoffe, dass wir die jetzt nur noch begrüßen in dieser Folge und ansonsten nicht mehr machen müssen mit denen. Haben wir hier noch irgendwas auf die Schnelle, was so ein bisschen japanisch aussieht vielleicht? Weil, wie gesagt, wir haben halt von Mulan nicht, ne? Man hat so viel von den anderen Sachen gesammelt, aber man hat halt nichts gesammelt, großartig, von den Sachen, wo es halt noch nichts von gibt. Es gab, glaube ich, so zwei oder drei Sachen, wenn überhaupt von Mulan, die aber, glaube ich, sogar alle drin waren. Sushi-Sitzecke. Die würde ich eigentlich gerne zu mir hinstellen. Ach, ich könnte die natürlich auch auf die andere Insel zu meinem Haus hinstellen. Oder mache ich die Sitzecke? Ist jetzt alles so die Frage. Moment, Moment, ich will gerne. Das kann ich nicht umsetzen, ne? Oh, wie ich sowas hasse. Moment, ich lasse das mal eben kurz hier stehen. Vertikaler Zimmerbrunnen, der ist auch ziemlich geil.
Ich weiß halt nicht so genau, wie das Haus jetzt aussieht. Da müssen wir jetzt gleich mal eben gucken, ob es überhaupt so dazu passt. Ob wir das woanders hinstellen oder was, keine Ahnung. Also hier scheint so sonst nichts mehr zu sein. Dann lass mich hier mal raus. So, das muss weg hier. Also der ganze Mist kann doch nicht einfach hier in meinem Weg stehen. So, Dagobert, komm mal her. Sei Komm mal gegrüßt, ran Nachbar. hier. Das ist das perfekte Haus für die tapfere Mulan und ihren kleinen Wächter Mushu-Gameplayerin. Sollen wir es bauen? Nö, ich hab dich nur aus Spaß gerufen. Natürlich bauen wir das für 20.000. Hey! Ich kann es kaum erwarten, Ihnen zu zeigen, was wir alles gebaut haben. Brich einfach ab, kein Thema. Ah, sieht schön aus, ja. Ich hoffe, du hast einen lukrativen Tag. Das Schöne daran ist ja, das sieht aus wie eins meiner Lieblingshäuser von Farm Together 1. Ich hoffe inständig, dass sie sowas auch als DLC von Farm Together 2 machen werden. So, was haben wir denn hier? Ah, warum muss die mal nach unten gehen? Dann kann man die doch gar nicht sehen. Ach, wie ich das hasse. Machen wir es so. Ja, da kannst du dann plötzlich wieder normal stehen, ne? Guck, 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 genau. Guck in die Kamera. So. So ist okay. Was anderes kriegen wir wahrscheinlich eh nicht hin. Ich würde dir gern von meiner Idee erzählen. Halt, stopp. Nein, nicht weglaufen. Oh. Oh, was war das? Wow, ich wusste nicht, was mich erwartet, aber das war es nicht. Das ist wirklich beeindruckend, Gameplayerin. Und so schön. Danke, dass du mich hierher gebracht hast. Ich kann es kaum erwarten, mit der Erkundung zu beginnen. Oh, vergiss nicht, zu Mushu zu gehen. Er hat eine letzte Überraschung für dich. Es ist etwas zur Feier deines Trainingsabschlusses. Oh, wie schön, Bis dich zu bald. sehen. Wir sind ein tolles Team. Ja. Mist. Okay. Dann gehen wir nochmal schnell zu Mushu. Ich dachte, die beiden kommen jetzt eventuell zusammen. Ach nee, Reiche. So. Ist wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Obwohl er eigentlich gesagt hat, dass er da hinten warten würde, aber. Gut, der kann auch da gewartet haben und dann hier reingelaufen sein ins Lager. Das kann. Ach, jetzt haben wir hier auch einen Punkt zum Rausgehen. Sehr gut. Mushu. Da ist er. Riecht ja schwer nach Spezialauftrag. Unsere Drachenmeisterwerke sind unterwegs, um China zu beschützen, und meine Aufgabenliste ist abgearbeitet. Oh, aber wir beide sind noch nicht fertig, Gameplayerin. Mulan hat mir gesagt, dass du keine echte Rekrutin bist. Ja, entschuldige für die Täuschung. Ach, schon Okay, gut, schwamm okay. drüber. Du warst zwar keine Rekrutin, aber du hast hart trainiert. Wir haben dich zu einer echten Verteidigerin gemacht. Das ist alles, was ich sagen will. Ich bin bereit für dein Tal, aber ist dein Tal auch bereit für mich? Denk mal darüber nach. Wie auch immer, eine letzte Sache. Hier ist ein kleines Souvenir von mir, damit du dich an den Beginn unserer legendären Freundschaft erinnern kannst. Oh. Mulan hat auch eine Kleinigkeit für dich hinterlassen. Ich muss nur noch den. Wo ist der Schlüssel? Welcher Schlüssel? Der Schlüssel, um die Truhen zu öffnen, in die Mulan die. Ich hatte ihn, während wir die Drachen in den Wagen gepackt haben. Oh je. Dann bin ich vom Lager weggegangen, um sie zu verabschieden. Wir haben uns etwas verlaufen und einen kleinen Spaziergang in der Natur gemacht. Wir Ich sind muss ihn irgendwo erledigt. dort auf dem Weg verloren haben. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Ich werde nach dem Schlüssel suchen, Mushu. Mach dir keine Sorgen. Mach's gut. Ja, mach's gut. Okay, such du deinen eigenen Schlüssel. Mach's gut, wir sehen uns nie wieder. Was? Okay, die Frage ist jetzt, wo hat er ihn jetzt verloren? Sollte das jetzt zu lange dauern, bis ich den Schlüssel finde, werde ich einen kleinen Cut reinmachen. Weil, ja, ich bin auch nicht ganz unschuldig. Ich weiß, die Folge ist jetzt schon sehr, sehr lange geworden. Aber ich finde das mit dem Haus gar nicht so schlecht. Ich muss mir nur mal angucken, ob das mit der Sushi-Ecke da tatsächlich so gut aussieht. Ach, da ist er. Da ist er.
Oh mein Gott, also ich habe ihn jetzt hier gefunden, wo ich als erstes eigentlich hingehen wollte und dann doch nicht hingegangen bin. Bei diesen Karren, direkt davor lag er. Ah, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, vielleicht habe ich es dann doch nicht rausgeschnitten, je nachdem, wie lange ich nichts gesagt habe. So, Mushu. Dann bringen wir das jetzt über die Bühne. Super, du hast den Schlüssel gefunden. Folge mir, damit ich dir die Truhe zeigen kann. Ja, die kenne ich schon, danke. Wir sprechen uns später. Komm mit, Mushu, die ist hier. Und zack. Ja. Achtung, ein echtes Schwert eines Verteidigers zum Aufhängen. Es ist wie eine beeindruckende Bescheinigung, dass du dein Training abgeschlossen hast. Glückwunsch, Gameplayerin. Und jetzt? Lass uns ins Tal gehen. Der große Mushu ist bereit. Wir sehen uns. Okay. Ich schaue mir erstmal das Teil an, wovon du geredet hast. Das sieht richtig geil aus. Ein Katana. Nehme ich an. Könnte auch ein Holzschwert sein. So ein Trainingsschwert. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Kann man jetzt nicht sehen, weil es halt in der Scheide drin ist, ne? So, komm, wir gehen zurück. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Nee, das nicht, das andere brauchen wir mal kurz. Ja, du flachen kannst du später. Mach nochmal dieses draufzeigen. Ich glaube, das passt ganz gut hier. Genau. So, dann haben wir genug Bilder. Hey, du da, magst du nicht mal deinem Drachenfreund Hallo. Zur Hand gehen? Oh, ja. Bleib doch mal stehen, wenn ich auf Reden klicke. Hey, dieser Ort ist schön. Es fühlt sich fast so an, als wäre ich schon mal hier gewesen. Ich kann mir gut vorstellen, es mir hier gemütlich zu machen. Du zeigst mir alles, oder? Vielleicht weißt du es nicht, aber ich bin ziemlich schüchtern. Hahaha, das war nur ein Scherz. Ich werde ganz schnell Freunde finden. Wir sehen uns, Gameplayerin. Komm schon, gönn dir eine Runde Applaus. Okay, er backt ein wenig, aber ansonsten kein Problem. Ja, dann gehe ich nochmal ganz schnell zu dem Haus, weil, falls ihr das noch nicht selber gespielt habt, ihr sicher auch gespannt seid, wie das Haus von innen aussieht. Von außen ist es auf jeden Fall schon mal cool und ich muss sagen, eigentlich passt das ja auch ganz gut dazu. Wobei eigentlich, ja, denke ich mal, ist das eine Kabine für innen, so wie es aussieht. Aber selbst draußen, finde ich, sieht das ganz gut aus. Ja. Okay, was geht heute ab? Wieso versteckt man ein Schwert unter dem Tisch? Hallo, das muss auf dem Tisch drauf. Interagieren. Oh, wow. Okay. Eine Samurai-Rüstung. Cool. Doch. Finde ich echt toll. Ja, dann haben wir auch zumindest nicht so extrem viel überzogen. Da bin ich auch ein bisschen froh drüber. Und dass das Haus so cool aussieht, da bin ich auch froh drüber. Ich muss da mal schauen, weiß ich nicht, dass ich da irgendwie ein paar Blumen noch drumherum mache. Ich wollte sowieso einen schönen Weg machen, auch mit Blumen für Mirabelle. Dann werde ich das Ganze ein bisschen kombinieren, weil die mögen halt beide die Natur. Und deswegen fand ich eigentlich, dass das ganz gut hier hinpasst. Ich muss halt nur die Umgebung. Ich war noch nie anpassen. An einem Ort, der so magisch ist. Mhm. Wäre aber schön, wenn du mir nicht reinreden könntest. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und ich werde da mal schauen, dass ich die beiden. Ich glaube, ich kann beide einzeln leveln. Müssen wir mal kurz nachgucken. Nächste Aufgabe gesperrt, genau. Dass ich die beiden dann nochmal einzeln level, dass wir auf jeden Fall die nächsten machen können. Wenn ich es hinkriege, level ich einen Charakter komplett hoch, dass wir da die Story direkt am Stück spielen können. Ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir das vielleicht so ein bisschen hin und her machen. Ist immer so ein bisschen blöd, ich weiß, aber ja, ich kriege das schon irgendwie hin. Sollten mal ein, zwei Tage vielleicht keine Videos von Disney kommen, dann seid mir nicht böse, dann hatte ich vielleicht nicht die Zeit oder habe es halt nicht geschafft, bis zum nächsten Level hochzukommen. Anfangs geht das ja noch schnell, aber danach, naja, dauert es halt doch eine ganze Weile, ne?
Deswegen, ja, ihr wisst Bescheid. Wir werden das auf jeden Fall komplett durchspielen. Und ich bin echt sehr, sehr gespannt darauf, was uns hier alles erwarten wird bei den beiden, ja, Questreihen hier von den beiden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.